Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute den Haushalt für das Jahr 2018 und ich möchte als erstes den Abgeordneten, insbesondere des Haushaltsausschusses, den Mitgliedern ein herzliches Dankeschön sagen, denn diese Arbeit fand unter hohem Zeitdruck statt, aber es ist gut für das ganze Land, dass dieser Haushalt jetzt verabschiedet werden kann. Herzlichen Dank also dafür. Diese Haushaltsberatungen finden statt in Zeiten kontroverser, zum Teil auch sehr emotionaler, gesellschaftlicher Debatten. Nicht umsonst haben wir uns in der Koalitionsvereinbarung vorgenommen, den Zusammenhalt unserer Gesellschaft in den Mittelpunkt zu stellen. Und diese kontroversen gesellschaftlichen Debatten müssen auch geführt werden, denn es geht um unsere Zukunft, um Deutschlands Zukunft, um die Zukunft Europas. Und es geht um die Zukunft Deutschlands und Europas als Agierende in der Welt. Und da diese Welt im Umbruch ist, ist es auch richtig, dass wir sehr grundsätzliche Fragen debattieren. Die Welt ist schon zu integriert, ist zu sehr miteinander verflochten, als dass irgendein Land für sich sein eigenes Schicksal gestalten kann. Das sagte Ludwig Erhard schon vor 55 Jahren. Also 30 Jahre vor den Maastrichter Verträgen, als an eine Europäische Union von 28, im Augenblick noch 28 Mitgliedstaaten, gar nicht zu denken war. Es war ein weitblickender Satz. Und heute, 5 Jahrzehnte später, ist die Welt in noch viel tieferem Maße miteinander verflochten, in Bereichen des Klimas, der Wirtschaft, der Umwelt. Menschen und Institutionen und Staaten können das Schicksal ihrer eigenen Länder nur gemeinsam mit anderen gestalten. Und das bedeutet, dass Deutschlands Zukunft als erstes eng verbunden ist mit Europas Zukunft in Schicksalsfragen, zweitens, dass Deutschlands Zukunft aufs engste verbunden ist mit der Zukunft der globalen Ordnung in Bereichen von Wirtschaft, Handel, Sicherheit und Verteidigung. Und drittens, dass Deutschlands Zukunft auf engste verbunden ist mit der Frage, wie wir die Digitalisierung gestalten, die große technische Revolution unserer Zeit, die vieles völlig verändern wird. Und das sind drei sehr konkrete, aber eben auch grundsätzliche Fragen. Und es geht um Richtungsentscheidungen in diesen Jahren. Und wir müssen auf der Grundlage unserer Wertebasis, unseres Grundgesetzes, unseres Verständnisses vom Menschen die richtigen Antworten für diese neuen Zeiten finden. Und lassen Sie mich beginnen mit Europa. Europa war seit der Gründung und noch im Blick auf den Zweiten Weltkrieg ein Versprechen für Frieden und ein Versprechen für Wohlstand. Glücklicherweise hat die Europäische Union dieses Friedensversprechen bis heute einhalten können, und wir tun natürlich alles dafür, dass es auch so bleibt. Aber um uns herum finden dennoch eine Vielzahl von gewalttätigen Auseinandersetzungen, von Bürgerkriegen, von Kriegen statt, teilweise auch von großen regionalen Auseinandersetzungen. Und das Wohlstandsversprechen gilt für viele Menschen bei uns in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Mitgliedstaaten als nicht mehr so einfach erfüllbar. Und wir haben das ja im Zusammenhang mit der Eurokrise erlebt. Und deshalb haben diese Themen, über die ich eben sprach, natürlich auch die Sitzung des Europäischen Rates, auf die ich Sie ja letzte Woche vorbereitet habe, bestimmt. Und da standen eben Fragen der Außenbeziehungen, der Sicherheit, der Verteidigung, der Wettbewerbsfähigkeit und des Handels, des Digitalen, die Zukunft der Wirtschafts- und Währungsunion und des Brexits auf der Tagesordnung. Aber im Kern haben wir uns mit der großen Herausforderung für die Europäische Union beschäftigt, die uns ja auch hier zu Hause so im Bann hält. Und das ist das Thema der Migration. Die Interessenlage in der Europäischen Union bezüglich der Fragen der Migration ist unterschiedlich. Aber, und das war der eigentliche Wert dieses Rates, wir haben uns dazu verständigt, dass es eben nicht nur die Frage für einzelne Mitgliedstaaten ist, die diese Mitgliedstaaten herausfordern,
sondern dass es eine Aufgabe ist, die alle angeht. Eigentlich trivial, eigentlich selbstverständlich und dennoch Gegenstand von vielen Stunden von Diskussionen, weil jeder natürlich fragt, was bedeutet das jetzt für mich als Mitgliedstaat, wenn ich akzeptiere, dass das eine Herausforderung für alle ist. Weil aber nach meiner tiefen Überzeugung und nach der tiefen Überzeugung vieler anderer der Umgang mit dieser Migrationsfrage darüber entscheiden wird, ob Europa Bestand haben kann, weil es eine so bewegende Frage ist, war es wichtig, dass wir zu dieser Einigung gekommen sind. Und wir brauchen jetzt natürlich Antworten, die unseren Werten entsprechen, die davon ausgehen, dass die Würde jedes einzelnen Menschen unveräußerlich ist. Wir brauchen rechtlich konsistente Antworten, die dem Völkerrecht entsprechen, dem europäischen Recht und dem nationalen Recht. Wir brauchen solidarische Antworten in Europa. Wir brauchen vor allen Dingen realistische Antworten, die Gesellschaften nicht überfordern, sondern die im Alltag für alle auch lebbar sind. Und wir haben ja seit 2015 eine Vielzahl von Maßnahmen schon ergriffen, die ja auch dazu geführt haben, dass zum Beispiel über die Mittelmeerrouten 95% weniger Flüchtlinge kommen als 2015. Aber wir haben beim Europäischen Rat zwei Themen diskutiert, das eine sehr ausführlich, und das ist das große Thema des Außengrenzenschutzes. Die österreichische Präsidentschaft mit Sebastian Kurz als Bundeskanzler hat sich genau dieses Thema auch als zentrales Thema vorgenommen. Wie können wir unsere Außengrenzen schützen? Dass auf der einen Seite das Thema von Frontex besser ausgestattet, erweiterteres Mandat. Die Kommission hat jetzt deutlich gemacht, dass wir bis 2020 10.000 Polizisten brauchen bei Frontex. Das ist mit Sicherheit nicht zu viel. Aber wenn wir wissen, wie gefordert unsere Polizei auch in Deutschland ist, dann können wir uns vorstellen, dass es auch nicht so einfach ist, 10.000 Polizisten dann für den Außengrenzenschutz abzustellen. Aber Deutschland wird seinen Beitrag hier leisten. Wir haben uns mit der Situation in den Transit- und Herkunftsländern beschäftigt. Ich will hier nur an Libyen erinnern. Die europäische Mission SOPHIA, die einmal eine Rettungsmission ist, hat jetzt sehr viel mehr Kraft darauf verwendet, die libysche Küstenwache aufzubauen und zu trainieren. Und hier war einer der wichtigen Punkte, den wir noch mal deutlich gemacht haben. Wenn es jetzt eine libysche Küstenwache gibt, die besser und besser agieren kann, dann muss das internationale Recht auch eingehalten werden von allen, die dort im Seegebiet operieren. Und das gilt eben auch für die Nichtregierungsorganisationen. Das war gerade dem maltesischen Premierminister und dem italienischen natürlich sehr, sehr wichtig. Wir haben über das EU-Türkei-Abkommen gesprochen und haben endlich, sage ich, die 3 Milliarden Euro als zweite Tranche, die ja nicht der Türkei zugutekommen, sondern den 3,9 Millionen Flüchtlingen, die die Türkei beherbergt. Diese zweite Tranche haben wir verabschiedet. Und meine Damen und Herren, wir haben viel zu kritisieren an der Türkei, aber das, was die Türkei für syrische Bürgerkriegsflüchtlinge leistet, ist ein Riesenbeitrag und das ist ein verdient aller Anerkennung. Und wir haben dann 500 Millionen Euro in den EU-Afrika-Trust-Fund gegeben, weil natürlich ein Land wie Italien sagt, okay, die eine Route, Türkei, ist wichtig, aber aus der Perspektive Italiens ist vor allen Dingen die Entwicklung Nordafrikas wichtig und deshalb war das auch ein sehr sinnvoller Beitrag. Und wir haben dann sehr lange über dieses Wort Ungetüm von regionalen Ausschiffungsplattformen, man möchte das gar nicht in den Mund nehmen, gesprochen, aber worum geht es? Es geht eigentlich um die Frage, kann man mit afrikanischen Ländern Vereinbarungen darüber treffen, dass Flüchtlinge sich nicht erst auf den Weg durch die Sahara machen, dass Flüchtlinge nicht erst in eine menschliche Lage kommen, die völlig inakzeptabel ist, dass es dann schwer ist, in Libyen überhaupt mit dem UNHCR und mit der Internationalen Organisation für Migration zu arbeiten. Und deshalb war es wichtig, haben wir mit diesem Thema, über dieses Thema sehr intensiv diskutiert. Ich habe deutlich gemacht, das alles wird nur gehen, wenn wir nicht über die Köpfe anderer Länder in Afrika hinweg sprechen, sondern wenn wir mit den Ländern sprechen.
Und deshalb brauchen wir einen neuen Pakt mit Afrika. Deshalb ist das Thema von Gerd Müller als Entwicklungsminister, Marshallplan für Afrika, wichtig. Und Sie werden vielleicht gelesen haben, jetzt bei den Tagungen, bei der letzten Tagung der Afrikanischen Union hat die Afrikanische Union zum ersten Mal ein Migrationskonzept aus der Perspektive Afrikas entwickelt. Sie wird eine Koordinierungsstelle für Migrationsfragen in Marokko einrichten. Die kann Ansprechpartner für die Europäische Union sein. Und so muss die partnerschaftliche Zusammenarbeit auch sein, denn wir dürfen nicht vergessen, die Migrationsfrage ist für uns wichtig, aber 85% oder mehr aller Migranten auf der Welt sind nicht in Europa, sondern woanders und zum Teil unter bitterarmen Verhältnissen. Das heißt, Migration ist mitnichten ein europäisches Problem allein, es ist ein globales Problem und das erfordert eine globale Antwort. Wir haben natürlich auch über Rückkehrmechanismen gesprochen von Menschen, die keine Anerkennung hier in Europa finden. Aber die Afrikanische Union ihrerseits hat darüber gesprochen, dass es dann auch legale Möglichkeiten geben muss für Studienplätze, für Arbeitsplätze. Und in dem Zusammenhang ist natürlich auch wieder ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz aus unserer Sicht wichtig. Wo sind unsere Interessen und wie können wir daraus Win-Win-Situationen auch mit Herkunftsländern von heute illegaler Migration machen, meine Damen und Herren? Anders werden Sie die Schlepper und Schleuser nicht bekämpfen können, wenn wir nicht solche Mechanismen finden. Und wir haben dann über das Thema der sogenannten Sekundärmigration gesprochen, das heißt also der Wanderungsbewegung innerhalb der Europäischen Union. Wir sind uns alle bewusst, dass die Vorteile von Schengen, nämlich die Freizügigkeit innerhalb des Schengen-Raums, in Gefahr geraten kann, wenn wir dieses Thema nicht wirklich bearbeiten. Und deshalb ist die Aussage, um die Freizügigkeit zu erhalten, die Vorteile des Schengen-Raums zu erhalten, dass Mitgliedstaaten interne Maßnahmen ergreifen müssen und sollen, aber eben auch partnerschaftlich zusammenarbeiten sollen. Und genau auf dieser Grundlage habe ich meine Gespräche auch geführt, dass nicht einseitige Maßnahmen, nicht unabgestimmte Maßnahmen, nicht Maßnahmen zulasten Dritter stattfinden, sondern dass wir partnerschaftlich, wie es im Beschluss heißt, miteinander zusammenarbeiten. Und jetzt haben wir das Thema der Sekundärmigration, dass Flüchtlinge, und wir sind uns, glaube ich, alle einig, sich nicht einfach aussuchen können, in welchem europäischen Land sie ein Asylverfahren durchlaufen. Auf der anderen Seite wissen wir, da wir noch keine solidarischen Verteilungsmechanismen haben, dass es schwierig ist und dass wir auch die Außengrenzenstaaten natürlich immer wieder entlasten müssen. Aber es kann nicht sein, dass die Flüchtlinge bestimmen, wo der Asylantrag bearbeitet wird. Und auf diesem Grundsatz, auf dieser Grundlage habe ich mit Griechenland Gespräche geführt, dass wir sozusagen im grenznahen Bereich, wenn man davon ausgeht, dass noch gar keine Einreise stattgefunden hat, das kennen wir ja aus dem Flughafenbereich, Flüchtlinge direkt nach Griechenland wieder zurückgeführt werden und dort das Asylverfahren bearbeitet wird. Und im Gegenzug hat Griechenland darauf hingewiesen, dass eine Vielzahl von Flüchtlingen in Griechenland ist, die Anrechte auf Familiennachzug hat und dass wir da auch dies Schritt für Schritt abarbeiten. Und da wir jetzt ja beschlossen haben, beim subsidiären Familiennachzug pro Monat 1.000 Menschen aufzunehmen, können wir genau in diesem Bereich auch handeln. Und meine Damen und Herren, wir haben dann vereinbart, jetzt in den letzten Tagen, dass wir ähnliche Abmachungen, Verwaltungsvereinbarungen auch mit anderen Herkunftsländern durchführen. Und der Bundesinnenminister Horst Seehofer wird dazu auch jetzt die Gespräche führen und ich werde das natürlich auch weitermachen. Und wir haben dann eine zweite Gruppe von Fragen. Das sind all die Bereiche in Deutschland, in denen keine permanenten Grenzkontrollen durchgeführt werden. Grenzkontrollen werden ja nur an der deutsch-österreichischen Grenze durchgeführt. Und hier haben wir eine Situation, dass die Dublin-Rücküberstellungsverfahren, das heißt, wenn Deutschland nicht zuständig ist für das Asylverfahren, sehr lange dauern und sehr ineffizient sind. Und genau dazu habe ich mit etlichen Ländern gesprochen, weil selbst mit unseren Nachbarländern, also gar nicht den Hauptherkunftsländern,
Die Erfolgsquote von solchen Rücküberstellungen bei 15% liegt. Und damit kann man sich nicht abfinden. Und das wollen wir beschleunigen. Darüber haben wir auch gestern in der Koalition gesprochen. Und das ist richtig. Es muss mehr Ordnung in alle Arten der Migration kommen, damit Menschen den Eindruck haben, Recht und Ordnung werden durchgesetzt. Das ist unser Auftrag und unser Anliegen. Und meine Damen und Herren, deshalb können wir sagen, wir haben im Bereich der Migration schon etliches geschafft. Der Bundesinnenminister wird seinen Masterplan vorstellen, wo in allen Bereichen noch einmal geguckt wird, wo müssen wir effizienter werden, wo müssen wir besser werden, wo müssen wir schneller werden. Und wir werden natürlich auch das Thema der Integration für diejenigen, die Bleibeperspektiven haben, weiter in den Mittelpunkt stellen. Und hier zeigt der Haushalt, dass der Bund Verantwortung übernimmt, weiter die Frage der Integration als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sieht. Und diese gesamtgesellschaftliche oder gesamtstaatliche Aufgabe, das spiegelt sich auch im Haushalt wieder, zeigt, dass der Bund sich erheblich an den Integrationskosten beteiligt. Und die Verhandlungen für die nächsten Jahre wird der Bundesfinanzminister im Sommer noch weiter führen. Das wird nicht ganz einfach, aber natürlich wollen wir da unseren Anteil auch leisten. Meine Damen und Herren, wir haben insofern also vor uns eine wirklich drängende Aufgabe, an der wir auch intensiv weiterarbeiten werden, über die es kontroverse Debatten auch in Zukunft geben wird, die uns bewegen, die uns wirklich auch fordern. Aber ich glaube, es ist richtig, sich mit dieser Frage intensiv zu beschäftigen und unser Wertegerüst hier auf diese neue Aufgabe auszurichten und außen- und innenpolitisch vernünftig zu handeln. Der zweite Bereich neben Europa ist die globale Ordnung. Ich will bei allen Problemen, die wir weltweit haben, noch mal darauf hinweisen, dass wir in den letzten Jahrzehnten auch vieles erreicht haben. 1981 lebte noch 42% der Weltbevölkerung in absoluter Armut, also mit einem täglichen Einkommen von weniger als $2 pro Tag. Heute sind es 10% der Weltbevölkerung, bei viel mehr Menschen, aber 10% der Weltbevölkerung. Der Anteil der Analphabeten in den 50er Jahren waren 64% der Weltbevölkerung, heute sind es weniger als 14%. Der Anteil der weltweiten Militärausgaben war 1960 noch bei 6% des Bruttoinlandsprodukts, heute ist er bei 2,2% weltweit. Es gibt Krankheiten wie zum Beispiel die Pocken, die völlig ausgerottet sind. Das heißt, wir sollten nicht nur immer so tun, als ob alle Probleme unlösbar sind, sondern wir sollten zeigen, dass wir mit Hilfe von Entwicklungshilfe, internationalem Einsatz vieles auch gelöst haben und natürlich nicht am Ende sind. Aber das sollte uns Mut machen, auch die Entwicklungsziele für 2030 jetzt umzusetzen und einfach weiterzuarbeiten für eine bessere Welt. Aber zurzeit gerät etwas ins Wanken, was wir als fast unveränderlich gesehen haben, nämlich die Rolle multilateraler Organisationen. Wir haben jetzt die Zölle auf Aluminium und Stahl und wir haben eine Diskussion, die weitaus schwerwiegender ist. Sollen auch noch Zölle auf Autos erhoben werden im Blick auf die Importe in die USA? Und meine Damen und Herren, das hat Züge dann schon eines Handelskonflikts. Ich will jetzt mal noch nicht weitere Worte sagen. Und es lohnt sich alle Mühe, diesen Konflikt, damit er nicht zu einem wirklichen Krieg wird, zu versuchen zu entschärfen. Aber dazu gehören natürlich zwei Seiten. Jean-Claude Juncker wird jetzt in die Vereinigten Staaten von Amerika fahren. Jean-Claude Juncker wird Vorschläge unterbreiten. Was können wir tun? Aber ich hoffe, dass wir das vermeiden können. Denn das gute Funktionieren der Weltwirtschaft hängt davon ab, dass wir partnerschaftlich auch hier miteinander zusammenarbeiten. Die internationale Finanzkrise, die dazu geführt hat, dass wir jetzt immer im Format der G20 tagen, wäre niemals so schnell und es war trotzdem noch schmerzhaft behoben worden, wenn wir nicht international und kameradschaftlich und multilateral zusammengearbeitet hätten. Und dies muss auch weiter geschehen. Deutschland wird sich jedenfalls dafür einsetzen und die gesamte Europäische Union. Und deshalb müssen wir unsere Verpflichtungen aus dem Klimaabkommen erfüllen. Deshalb werden wir uns dafür eine Stärkung der Welthandelsorganisationen einsetzen. Deshalb werden wir in den Formaten G7 und G20 weiter
intensiv miteinander zusammenarbeiten. Und deshalb setzen wir natürlich auch auf Bündnisse wie zum Beispiel die NATO. Nächste Woche findet der NATO-Gipfel in Brüssel statt. Und es gibt kritische Anmerkungen, gerade der Vereinigten Staaten von Amerika, dass Deutschland nicht genug im Verteidigungsbereich ausgibt. Ich bin sehr dankbar, dass wir im Haushalt Steigerungen unseres Verteidigungsetats haben, genauso wie wir Steigerungen des Entwicklungsetats haben. Aber gemessen an dem, was andere tun in Bezug auf ihr Bruttoinlandsprodukt, ist das längst nicht ausreichend. Und deshalb haben wir uns ja auch verpflichtet, bis 2025 1,5% des Bruttoinlandsprodukts dafür auszugeben. Ich habe über die Effizienzverbesserungen innerhalb der europäischen Zusammenarbeit hier gesprochen. Ich will das nicht wiederholen. Ich will aber nur noch einmal deutlich machen, Deutschland ist ein verlässlicher Partner in der NATO. Wir sind der zweitgrößte Truppensteller, wir sind an vielen Missionen beteiligt und Deutschland wird auch ein verlässlicher Partner der NATO bleiben, meine Damen und Herren. Aber man kann auch nicht so tun, als wenn das Thema Verteidigung nicht ein drängendes in unserer heutigen Zeit ist. Wir alle haben uns gewünscht, dass nach dem Ende des Kalten Krieges die Welt friedlicher wird. Aber vor unserer Haustür toben die Kriege, der Bürgerkrieg in Syrien, der IS im Irak, der Gott sei Dank einigermaßen besiegt ist, aber immer noch uns in Atem halten wird. Und die Situation in Afghanistan ist nicht befriedet. Die Krim ist annektiert. In der Ostukraine haben wir eine schwierige Situation. Sich nicht auf Bündnisverteidigung vorzubereiten, wäre fahrlässig, meine Damen und Herren. Und deshalb sind wir das schuldig und müssen wir hier weiter arbeiten. Und es gibt die dritte große Herausforderung, die uns umtreibt und die uns in vielen Facetten beschäftigt in der Bundesregierung. Das ist die Digitalisierung. Sie verändert unsere Art zu leben, sie verändert unsere Art zu arbeiten. Und die neue Bundesregierung hat ja strukturell auf diese Frage geantwortet. Wir hatten jetzt die erste Sitzung unseres Digitalkabinetts. Wir haben eine Staatsministerin für Digitales. Wir haben die Strukturen so angepasst, dass wir intensiv in den Fragen zusammenarbeiten. Und wir werden vor allen Dingen nicht nur auf die technischen Entwicklungen Wert legen. Die sind wichtig, Infrastrukturausbau. Der Bundesverkehrsminister hat hier ein Riesenaufgabenpaket. Förderung des Glasfaseraufbaus, Versteigerung von Frequenzen, 5G ausrollen. Und zwar nicht nur in den Städten, sondern in den ländlichen Regionen. Das ist Daseinsvorsorge für die Menschen in unserem Land. Und bis 2025 wollen wir, dass das für jeden auch erreichbar und erhaltbar ist. Das ist Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt von gleichwertigen Lebensverhältnissen sprechen können. Meine Damen und Herren, es geht dann aber auch um Datenschutz und den Umgang mit Daten, um Datenbewertung. Und deshalb messe ich der Arbeit der Datenethikkommission eine sehr große Bedeutung bei. Es geht um neue Technologien. Und hier erarbeiten wir jetzt eine Strategie zur künstlichen Intelligenz. Wir drohen da zurückzufallen, nicht weil wir nicht die besten Fachleute haben. Wir haben dazu eine Anhörung gemacht. Deutschland hat herausragende Köpfe. Aber wir müssen das einbinden in einer Gesamtstrategie von der Forschung bis hin zur Anwendung, damit uns nicht das passiert, was uns früher passiert ist. Wir haben den MP3-Player erfunden, aber niemals vermarktet. Jetzt muss es gehen von der Forschung hin zur Anwendung in der Wirtschaft. Und gerade im Blick auf unsere Stärke, nämlich die Industrie, das Internet der Dinge, Industrie 4.0, das ist eine Prägung aus Deutschland. Und die muss jetzt mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz zusammengebracht werden. Ganz wichtige Aufgabe für die nächsten Jahre. Aber damit nicht genug, sondern wir werden uns natürlich anschauen, der Bundesgesundheitsminister tut das, wie kann die Digitalisierung Einzug halten. Die Landwirtschaftspolitik und die gesamte Landwirtschaft wird sich in der digitalen Welt völlig anders aufstellen. Das führt zu viel besserem und effizienterem Einsatz, zum Beispiel von Düngemitteln, zu besseren Möglichkeiten auch der Tierzucht. Alles überhaupt noch nicht absehbar, welche neuen Bereiche wir da haben. Und trotzdem ist es auch ein Gebiet, was Menschen Sorge macht, was Menschen Angst macht, weil damit natürlich völlige Veränderungen der Arbeitswelt verbunden sind. Und der Bundesarbeitsminister wird sich genau mit diesem Thema beschäftigen, zusammen mit der Bildungsministerin, Berufsbildungspakt, nationale Weiterbildungsstrategie, Recht auf Weiterbildungsberatung, alles Dinge, die notwendig sind, damit Menschen diesen digitalen Wandel auch wirklich durchmachen können. Und wir werden die Fragen der Besteuerung völlig neu zu besprechen haben.
Deutschland setzt hier nicht auf eine schnelle Interimslösung. Aber dass es nicht sein kann, dass ganze große Internetkonzerne in Deutschland keine Steuern zahlen, das sehen wir auch ein. Und deshalb hoffen wir, dass die OECD ihre Arbeiten schnell fort und umsetzen kann. Und meine Damen und Herren, wenn es um Handelsbilanzen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika geht, dann sind diese Handelsbilanzen, wenn es zu einem großen Handelsüberschuss von Europa kommt, immer auf der Basis, dass es nur um den Austausch des Warenverkehrs geht. Da sind Dienstleistungen überhaupt nicht drin enthalten. Wenn Sie die Dienstleistungen inklusive der digitalen Dienstleistungen mit reinsetzen, dann haben Sie eine völlig andere Handelsbilanz, bei der es eher einen Überschuss der Vereinigten Staaten von Amerika gegenüber Europa gibt als umgekehrt. Das muss man auch einmal sagen. Es ist sozusagen fast altmodisch, nur die Waren zu rechnen und nicht die Dienstleistungen mit hineinzubringen. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt etwas mehr als 100 Tage als Regierung im Amt, und wir haben vieles bereits vorangebracht. Nicht nur, dass wir jetzt einen Haushalt für das Jahr 2018 haben. Wir haben Arbeitslosenzahlen, die uns wirklich hoffnungsvoll stimmen. Die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der deutschen Einheit. Im Juni 5%, meine Damen und Herren, viele Regionen mit Vollbeschäftigung. Und das hat ja dazu geführt in den letzten Jahren, und das ist ja das eigentlich Wichtige, nicht nur, dass viele Menschen Arbeit haben, sondern es hat auch dazu geführt, dass wir bessere Lohnentwicklungen haben. Und genau diese Lohnentwicklungen zeigen sich jetzt auch in der Steigerung des Mindestlohns. Das heißt, wir konnten jetzt wieder sagen, der Mindestlohn wird angehoben, im Übrigen von einer Kommission, die sehr reibungsfrei und reibungslos arbeitet. Wir haben für die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner, können wir sagen, die Renten steigen zum 8. Mal hintereinander sehr, sehr deutlich. Das ist ein Riesenbeitrag dazu, dass auch gerade ältere Menschen besser leben können. Denn bei den geringen Inflationsraten ist das ein Mehr an Geld in dem eigentlichen Portemonnaie. Wir haben beschlossen, dass wir die Bürgerinnen und Bürger durch einen höheren Grundfreibetrag für Erwachsene und den Abbau der kalten Progression als Korrektur am Einkommensteuertarif entlasten. Wir entlasten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, indem wir zurückkehren zur paritätischen Beitragsfinanzierung. Wir stärken Familien durch ein höheres Kindergeld und die Anpassung des steuerlichen Freibetrages für Kinder. Wir haben das Baukindergeld beschlossen. Wir haben steuerliche Anreize für den Wohnungsbau beschlossen. Wir tun mehr für den sozialen Wohnungsbau. Immer wieder ist hier gesagt worden, Wohnen ist die zentrale Herausforderung. Hier hat die Bundesregierung bereits gehandelt. Und danke allen dafür, die das auf den Weg gebracht haben. Wir haben im Blick auf den Strukturwandel, gerade in den Braunkohlegebieten, eine Kommission eingesetzt, die das Arbeiten begonnen hat und die nicht als erstes fragt, wann steigen wir aus der Braunkohle aus, sondern die als erstes fragt, wie können wir Menschen Perspektiven und Zukunft geben? Und genau das ist die richtige Frage. Und ich glaube, diese Kommission wird gute Antworten finden. Und wir haben einen Haushalt, der keine neuen Schulden macht und der ein Riesenschritt hin ist, damit wir wieder alle Maastricht-Kriterien erfüllen. Und das ist ein Beitrag für die zukünftigen Generationen, meine Damen und Herren. Und deshalb kann ich nur sagen, wir haben im Übrigen sogar eines der schwierigsten Themen, nämlich Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit, auf den Weg gebracht. Das hat uns lange beschäftigt und ist jetzt auf den Weg gebracht. Also diese Bundesregierung arbeitet. Sie ist sich bewusst, dass sie viel zu tun hat. Sie wird die gesellschaftlichen Fragen so versuchen zu lösen, dass es zu einem besseren Zusammenhalt in der Gesellschaft kommt. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Danke.